Ja, hallo und willkommen zum neuen Video. Heute zeige ich dir, wie du einen ARM7 Patch am DS oder für DS-Spiele durchführen kannst. Der wird benötigt, wenn die Flashkarte schon ziemlich alt ist und trotzdem halt auch neuere ROMs unterstützen soll. Und der muss bei jeder ROM einzeln durchgeführt werden. Der wurde, glaube ich, naja, zumindest wurde der erst halt zum Beispiel nach der DS Extreme oder nach der L4 eingeführt. Und deswegen muss man, wenn man die Originalbetriebssysteme verwendet, muss man den halt noch durchführen. So, ich benutze das Ganze mal, oder ich versuche es mal auf der DS Extreme. Mein Testbeispiel ist Trackmania Turbo. Habe ich auch selbst gedumpt. Also selbst eine Sicherheitskopie davon erstellt. Ein Link zum Tutorial, davon gibt es auch nochmal in der Beschreibung. Und dann starte ich das mal und... Erledigt. Und Zugriff auf Speicherdaten nicht möglich. Schalte das System aus und stecke die DS-Karte erneut ein. Das ist so ein typischer ARM7-Fehler. Da kann halt irgendwie auch sein, konnte nicht auf Speicherdaten zugreifen oder sowas. Und wenn der angezeigt wird, ist es ziemlich sicher, dass ein ARM7-Patch durchgeführt werden muss. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt am Computer. Also erstmal musst du dir das Programm DSBuff herunterladen. Das geht sicherlich auch mit anderen Programmen, aber ich habe damit jetzt halt schon gute Erfahrungen gemacht und deswegen empfehle ich das einfach mal. Man muss dann hier auf Download Selected Version klicken und dann hier auf Manual Download. Wenn man nicht auf Manual Download klickt, kann es sein, dass einem ein paar Werbesachen installiert werden. So, dann kann man hier einfach die zwei Dateien entpacken. Die readme.txt ist eigentlich egal. Und dann können wir die SBuff auch schon starten. Hier unter BIOS müssen wir erstmal ein Spiel auswählen, das auf unserer Flashkarte noch funktioniert. Weil wir halt erstmal einen ARM7 brauchen, den wir zum Auswechseln benutzen können. Also sozusagen müssen wir eine ARM7-Datei transplantieren. Beziehungsweise erstmal aus der einen Datei kopieren, damit wir sie in den anderen einfügen können. Ich nutze jetzt hier im Beispiel mal Trackmania Turbo, obwohl wir alle wissen, dass es nicht funktioniert. Und dann muss man hier oben auf Unpick gehen. Dann muss man sich einen Ordner auswählen, wo das Ganze entpackt werden soll. Ich nehme mal den Desktop. Dann muss man hier Unpack checked auswählen und dann muss man hier das alles wegwählen, sodass nur noch die ARM7 überbleibt. Weil das ist ja die eigentliche Datei, die wir haben wollen. Und jetzt ist hier auf dem Desktop eine ARM7-Datei zu sehen. Eine ARM7.bin. So, ich habe aber schon eine vorbereitet. Die findet man hier im Ordner, also die habe ich hier in dem Ordner. Und ich möchte dieses Spiel hier patchen. Und jetzt habe ich halt die ARM7-Datei, die ich erstmal aus einem Spiel, das auf meiner Flashkarte noch funktioniert, extrahiert habe. Und dann wähle ich einfach ARM7 aus. Muss ich einen Ordner wählen, wo ich die ARM7-Datei habe. Das ist hier. Und dann muss man hier einfach auf den Haken klicken. Dann wird die erstmal ausgepackt, die ROM, und dann wieder eingepackt. Und dann kann man hier einfach einen Dateinamen eingeben. Ich nehme einfach mal TM. Und dann kann man hier Speichern klicken. Und jetzt kann man hier halt sehen, das ist meine neue Trackmania-Datei. So. Ich empfehle übrigens auch DSBuff, also die DSBuff.exe und die ARM7-Datei in unterschiedlichen Verzeichnissen zu haben, weil es ansonsten zu Problemen kommen könnte. Und jetzt verbinde ich nochmal meine Flashkarte mit dem Computer, beziehungsweise die MicroSD-Karte mit dem Computer. Und ziehe einfach die neue Trackmania-Datei hier ein. Das Programm hier können wir ausschließen, das auch. Den Ordner kann ich ausschließen. So, und da muss man einfach nur die Flashkarte entfernen. Das geht da und jetzt zeige ich nochmal, dass es alles geklappt hat. So, jetzt starte ich meine Flashkarte nochmal.
Geh auf Launch Your Applications. Jetzt durchsucht ihr das nochmal alles. Und ich wähle meine neue Trackmania-Datei aus. Also das Spiel, was ich gepatcht habe. Und jetzt lädt er wieder. Wie vorher. Aber jetzt zeigt er mir auch schon auf dem oberen Bildschirm, da ist es bei Nintendo an und jetzt kann man ja auch sehen, dass es geklappt hat. Na, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du mich natürlich immer gerne in den Kommentaren fragen oder auch per PN. Und dann bis zum nächsten Video.